get us that boat. Also am schnellsten geht's, wenn du zu einem Abholpunkt gehst, dein Ding voll machst, dein Ätherschleier und danach gehst du in den Söldnerlager oder so. Das ist halt immer ein Wechsel. Markiere Auftrag. Ach nee. Markiere Auftrag. Ach cool, das ist ein Teleporter. Bitte? Was? Nee, ich habe einen Fallschirm, da war ein Riss. Ja, wie gesagt, ich habe vorher 2-3 ausgekundschaftet. Dann habe ich 2-3 Kills gemacht, mehr habe ich eh nicht hinbekommen pro Aktivierung. Wachsam sein, Leute. Hareset ist in der Nähe. Hab ich das richtig gesagt, Sub? Scheiße! Die Söldner können übrigens während den Ätherschleier trotzdem auf dich schießen, ne? Da musst du ein bisschen aufpassen. Irgendwie bist du für den nicht unsichtbar. Vielleicht jemand anders da. Keine Meldung vom Team.
Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen. Starten Sie das PNG-Team. Lassen Sie nicht zu, dass Barreras Team umsonst gestorben ist. Leider nicht. Sie kriegen sich aus dunkeläther Vortexen. Sie infiltrieren ihre Umgebung und verbreiten Verderben. Feinde im Anmarsch. Schicken Sie sie in die Hölle, aus der sie gekommen sind. Da brauchst du nicht Festungsschüsse für. Wenn du den Söldnerlager räumst, dann kriegst du Schüsse, dann kommst du da rein. Na, no, 3 ist gut. Ach, auch mal da, ja. Gut gemacht. Wie immer nur zum Abstauben. Er wird mir sicher mitteilen, was er daraus gelernt hat. Heißt, er macht wieder keinen Auftrag und ist nur am Abstauben. Das ist so typisch. Markiere Auftrag. Was soll ich dir denn helfen? Du musst doch die Söldner killen, nicht ich. Weißt du, ich mache die ganze Zeit deine Aufgaben, dass du Geld noch nebenbei hast und dann darfst du dir noch helfen. Ah ja. Ja, wenn du mir die Kohle geben würdest, dann gib mir nie dein Geld. Hast mir noch nie dein Geld gegeben. Weißt du, ich hab dich schon dreimal gefragt, deine letzte Runde. Weißt du, du hast 30.000, die hast du mir komplett nicht gegeben. Einfach gar nichts. Was? Warum nicht? Schon wieder? Das ist ja krass. Ja, ich probiere nur den Raygun für uns zu organisieren, den Raygun-Bauplan. Du kannst ja selber mit Juggernaut in das Gebiet rennen und Kopfgeldaufträge machen. Weißt du, wie schwer die da drüben sind? Desto mehr Juggernauts ich habe, desto mehr kann ich diese Kopfgeldaufträge machen. Ganz einfach. Ja, 500, weißt du. Hast fast 4000 und ich krieg 500. Na toll. Hast du so einen Söldnerschlüssel? Da
drin ist das Transportfahrzeug der Söldner. Findet einen Weg hinein. Terminus Heli im Anflug. Nur wenn da ein Söldnerlager ist. Wie ist der auf der Karte? In ihrer Nähe. Schlage vor, dass sie ihn beschlagnahmen. Wenn sie ihre Ausrüstung nicht sichern können, ist das ein Selbstbedienungsladen. Ihr versteht mich. Verstanden, Einsatzteam. Sammle euch bei der Markierung ein. Langsamläufer nähern sich euch. Trefft maximale Munition. Nähere mich dem Exfiltrationspunkt. Ich weiß nicht, es könnte auch sein, dass sie das allgemein runtergepatcht haben. Da kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, weil die Leute halt nur EP gefarmt haben, weißt du? An den Abholpunkten. Ich sehe die Landezone. Freihalten. Kommt an Bord, Einsatzteam. Und geht mit Deckung. Mm-hmm.
Lol. Na, ich würde immer warten, bis ich die sehe. Wie gesagt, aber ja. Es ist halt kacke mit den Typen allgemein. Ich habe Blähungen und das ist kein gutes Zeichen. Seid wachsam, dieser Ort schreit laut Gefahr. Nein! Ich wollte durch ein Fenster springen, ich bin durchs Fenster. Oh mein Gott, wie habe ich das überlebt? Uff. Meine Güte. Oh. Wo ist denn der Mendler? Abwurfzone markiert. Es kann losgehen. Ich will diesen Raygun-Bauplan. Fang hier. Wir haben so lange gewartet, wie wir konnten. Eli ist auf dem Rückweg. Markiere Auftrag. Ich habe ein
der Dunkelelf der Führungswege markiert. Gesucht, tot oder lebendig. Nun, tot. Okay, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber kann sein, ja. Ja, so schlimm ist es ja nicht. Du kriegst es ja trotzdem ein Spiel. Das Schlimme ist halt die Söldner. Die Zombies sind ja nicht so das Problem. Abwurfzone markiert. Es kann losgehen. Weit von ihrer Position entfernt. Oh, das war dumm. Bitte. Ja. Da ist eine Vorratsstation. Von diesem HRZ würde es erst recht hochrangig machen. Habe ich recht? Alles klar, Einsatzteam. Bis gleich. Ja. Also war auf jeden Fall, also ganz ehrlich, das war der richtige Schritt. Also auch wenn das jetzt kacke für dich gerade ist, aber mich haben die Leute immer genervt, die nur da rumgehangen haben und dann 2000 Geschütze aufgestellt haben und EP gefarmt haben. Also ich finde es so gut. Alter, das kann doch aber nicht langsam nicht mehr wahr sein. Wie bin ich jetzt da umgegangen? Alles gut, ich habe 2 Selbstwiederbelebungen, aber ich habe mich gerade nur gewundert. Nein! Da war so ein scheiß Kristall zum Doppelpacken punchen, weißt du? Und ich heb den auf, anstatt den in meinen Rucksack zu packen. Ach man. Und Leute, liegt einfach mal so ein Juggernaut rum. Okay.
sind hier wieder nur zwei Aufträge in dem ganzen roten Gebiet. Nee, da war ja noch, ich bin der Erste, der hier war. Warte mal, da kann ich hier den Jungen töten. Wo ist denn der hin? Der war doch gerade ein Jünger. Jünger, ach da bist du ja. Lol, ich wollte den Jünger töten, weißt du was ich mache? Ich mache den Mutierten, der ist jetzt einer von mir. Das neue Auftrag. Markiere Auftrag. Ich habe auch noch drei. Maximale Munition. Ja, die sind so mein Notfall, wenn wirklich alles schief geht, weißt du? Abwurfzone markiert. Es kann losgehen. Kannst du ja auch für 2000 oder ein Schlüssel kaufen, ne? Wenn du das nicht weißt. Oh shit, ich hab keine Muni. Doch. Hä? Wieso habe ich zwei Pistolen? Ich glaube, ich habe meine Waffe irgendwie dupliziert. Ich habe zweimal dieselbe Waffe und einmal ist die Pack'n'Punch 1 und einmal ist die Pack'n'Punch 2. Komisch. Und was denn? Ich könnte dir eine geben, kannst du deine noch hochpunchen? Und dass das eine Aufgabe ist. Das. Achso. Ja, kann ich hier dann geben. Ich habe ja eine auf Stufe 2 gepuncht aus Versehen. Ja, aber eine musst du dir halt selber machen, was kriegst du ja hin, das kannst du ja bei dir behandeln. Ich habe keine Platten mehr, verdammt. Hätte ich mal vor 2 Minuten sehen müssen, dass die im Shop waren. Das ist belastend. Es macht aber mittlerweile richtig, richtig Spaß, hier in dem Gebiet rumzulaufen, weißt du das? Also ich finde das richtig. Also wenn du willst, kannst du einfach mitkommen, dann ist vielleicht ein Schaden, der nicht komplett ausgerüstet ist. Oder wenn du alle drei komplett hast, ist es umso besser, wenn du mal einen verlierst, ist ja nicht so schlimm. Kann ich dir mal zeigen, wie ich das hier mache immer. Also es ist eigentlich nur weglaufen, Hunde töten, Juggernaut werfen, Kopfgelder machen. Also ist eigentlich schon cool, aber Juggernaut kostet halt auch mal echt viel, ne?
Ich zahle mal 10.000, damit ich ein Kopfgeld machen kann. So, ich kaufe mir trotzdem erstmal Platten. Ganz, ganz schnell Platten kaufen. Zack, zack. Und ich renn, renn, renn wie ein Tiger, bin so stark, stark, stark wie ein Elefant. Passt, oder? Abwurfzone markiert. Es kann losgehen. Oh, was ist das? Schießen MWZ. LOL! Hast du den Auftrag? Hast du gerade auch eine Trophäe bekommen? Schade. Gerade eine Trophäe bekommt, verschließt er in einem einzigen Spiel 5 Aufträge in der stark bedrohten Zone ab. Schon 5 Kopfgelder gemacht. Sieh, ist hier noch ein Auftrag? Ich sehe gerade mal wieder keinen. Nein, nice, das habe ich gerade gebraucht, also wirklich sogar. Hast du deine Waffe schon zweifach gepuncht? Müssen die auf Stufe 2 sein oder dürfen die auch auf Stufe 3 sein? Na, hier. Auftrag. Ja, mit Stufe 3 kommt sie wirklich relativ okay, sage ich mal, sogar in dem schweren Gebiet klar. Aber trotzdem, die Zombies halt mega schnell, mega stark. Auch wenn du die recht gut killen kannst dann. Ja, du kannst nur die große im schweren Gebiet kaufen. Für 4.000 dann. Haben Sie Augen auf dem Ziel? Abwurfzone markiert. Es kann losgehen. Es könnte sein, dass es keine Augen hat.
Du kannst übrigens, glaube ich, auch nur selbst Wiederbeleben kaufen bei dem Shop in der ersten Zone, ne? Nur mal so. Was denn? Ja, das ist nicht so gut. Übrigens, wenn es will, können wir es ab nächster Runde so machen, dass du mir am Anfang deinen Jugger gibst. Dann habe ich nämlich zwei Juggernocks. Ich nutze die Jugger, du brauchst den ja nicht wirklich, oder? Weil ich nutze den halt wirklich nur für die Aufträge hier. Ich muss ja halt bei jedem Auftrag 10.000 ausgeben. Das ist halt schon ganz cool, wenn ich jetzt erst nicht... Ja, nutze die anderen Abschüsse hin. Ja, dann... Nee, das kann nur mehr gekauft werden vom Shop, also droppen kann das immer noch. Aber du kannst es halt nicht mehr kaufen. Und vielleicht geht's jetzt wieder, weiß ich nicht. Zone markiert. Es kann losgehen. Oh, warum sind hier so viele Hunde? Ich habe keine Platten mehr. Nein. Okay, alles gut. Alter, ich schließe so einen ultraschweren Auftrag ab. Was ist in der Belohnung drin? Ein Kyrofrost, das war's. Willst du mich verarschen? Ein Kyrofrost. Eins. Und dann noch so ein Kackding. So, wenn noch ein Auftrag kommt, mache ich noch einen, danach mache ich Schluss dann hier. Dann noch kein Geld mehr für noch einen Juggernaut. Das war knapp. Lassen. Sehen Sie das? Ding auf der Taktikkarte?
Nee, ich glaube, du musst in dem Gebiet stehen. Also du musst in dem roten Gebiet sein, da muss der Auftrag abgeschlossen werden. Ich hatte das auch, wo es gibt so eine Aufgabe, die kommt noch später bei dir. Töte einen Sturm-Dingsterbumster, da musst du halt im Sturm sein. Und ich habe den getötet einmal, wo ich außerhalb vom Sturm war, da war das nicht abgeschlossen. Das denke ich ist hier dasselbe, du musst dann in dem Gebiet stehen, damit du für das Gebiet quasi den Abschluss kriegst. Abwurfzone markiert. Es kann losgehen. Okay. Warte, könntest du mir noch irgendwo in die Nähe hier das Geld hinwerfen? Weil da würde ich mir noch keine Juggernaut kaufen. Also irgendwo am Rand der Zone macht das nicht mehr einfach, ich gehe da gleich hin. Naja, zwischen Gelb und Rot. Also ich kann dir jetzt auch entgegenkommen, ich würde mir halt gerne noch einen Juggernaut kaufen, weil dann gehe ich auch gleich los. Wo bist denn du eigentlich? Da unten. Jetzt muss man bei der Markierung treffen oder so. Ich fahre jetzt auch mit dem Auto hin. Weil ich habe kein Geld mehr. Ich muss ja überlegen, wie viel Geld ich jetzt ausgegeben habe. Ich habe 8 Aufträge gemacht. Das heißt 80.000 für Juggernaut ausgegeben. Schon was bei dir noch. Dankeschön. Du hast Konserven abgeworfen, das war dein Thema. Ich liebe meine Waffe aber auch, das ist eine Pistole. Aber die ist übel cool irgendwie, die Rinetti. Ja, du hast nicht mehr gepuncht, aber du hast hier noch. Ist halt wieder weiß, weil die aufsitzt bleiben. Und du kannst sie ja mit dem Werkzeug wieder hochmachen. Da ist eine Vorratsstation. Ich mach noch einen Auftrag, wenn du noch nicht wegfliegen willst. Nein, du kannst natürlich wegfliegen, ne? Aber ich will 19 Uhr auf den Stream gucken, dann werde ich halt nebenbei zocken, aber nicht mehr in der Party sein. Dann. Absolut keine Ahnung, bin ich länger. So, wenn in dem Gegner jetzt der Raygun-Bauplan ist, boah, das wäre geil. Wo sind die Zone eigentlich? Euch bei der Markierung ein. Nichts gut, nichts gut. Wir haben Kontakt zu einem unserer Feldlabore verloren. Abwurfzone markiert. Es kann losgehen.
Sie haben kaum noch Zeit. Suchen Sie einen Extraktionspunkt. Nee, aber doch nicht schlimm, ich hab mein Juggernaut. Komm runter, tut mir und meinem Spinat einen Gefallen und steht nicht. Leider nicht. Oh! In der Landezone. Kommt an Bord und haltet mir die Feinde vom Leib. Ja, alles gut, ich hab ihn wieder überlebt. Alle Dude. Okay, lasse Sie das für mein Probenteam zurück. Sie haben stärkere Mägen als ich. Ach komm, immer noch ein Auftrag, was soll der Geiz? Schaffe ich das noch? Ich guck halt, wo eine Exfiltrationszone ist, wo ich sehen kann, aber sollte weit genug sein. Ich brauche 4 Minuten circa für einen Auftrag, glaube ich. Dann habe ich, glaube ich, 10 Aufträge diese Runde gemacht. Zehn Aufträge sind echt crazy. Der Gegner spawnt natürlich Richtung Zone, das gefällt mir nicht. Bist du schon weg? Ja. Wenn das ein Skin von einem ist, musst du Viereck auf den drücken. Ausrüsten. Abwurfzone markiert. Es kann losgehen. Hier ist Rhino 3-1. Juggernaut Piste eingesetzt. Bereit halten. Kann sein, ja. Scheiße. Ich kann mal nicht dabei kommen, ob er hier ist. Nein! Nur Schrott leider. Leider nichts Gutes bekommen diese Runde. Aber ich bin jetzt voll ausgerutzt, so ist es nicht, ne? Also ich meine, ich habe jetzt dreimal Packen Punchen, Juggernaut, schnell wiederbeleben, schnell laufen, Speed Cola. Das nehme ich jetzt alles mit raus, quasi so als Bonus, weißt du? Aber halt nichts so richtig Besonderes. Rücke vor. Ich konnte irgendwie auch nicht alles ausfinden. Da ruft bitte einer um Hilfe, gehe ich da noch hin? Ja, komm. Wo ruft er denn um Hilfe? Ich sehe es halt nicht.
rausgekommen? Ich glaube, der hat um Hilfe gerufen und ist dann rausgegangen. Nee. Da ist es. Ich helfe dir, mein Freund. Nice. Sehr nice. Ah, der Typ wird sich gerade richtig freuen. Ich habe den jetzt gerettet in der 6-Minuten-Zone. Ja, aber ja, wie gesagt, ich glaube, weiß nicht, ob es heute noch was wird machen. Aber wenn er morgen wieder war. Bis dann, mach's gut. Magazinwechsel. Schieß noch mal auf mich und du bist tot. Ich komm runter. Halte die Landezone frei. Landezone ist heiß. Beeilt euch noch. Auf die Exfiltration eine Exfiltration. Entspann dich. Mein höllischer Parasit wird dich heilen. Alle Ziele und Personal gesichert. Bringe den Vogel in die Luft. Wechsle Magazin. Bang on that boat. Wir kommen nach Hause. Nice Runde.